Schlafen am weichtesten, na egal.
Hauptsache, der Körper unter der schlaffen Haut ist dünn und schmal. Das sieht eklig aus, sagen meine Freunde. Wer so Freunde hat, der braucht keine Feinde. Ich verbot ihnen den Mund, und hier ist der Grund. Sie tun mich andauernd ärgern und pisacken, und manchmal auch auf den Kopf kacken. Sie quälen mich und tun mich mobben. Ich will nicht mehr bei den Ärzten jobben. Und außerdem will ich dünner werden. Und der dünnste Mann auf Erden, ich bin immer dann am leichtesten, wenn an mir nichts mehr schwer ist. Ich bin immer dann am leichtesten, wenn in mir alles leer ist. Ich bin immer dann am leichtesten und mache Songs, und zwar die seichtesten wie diesen hier. Und dann mache ich eine Diät mit Hasch und Bier. Gary, Gary, für dich meine ich. Alter, Alter, das ist mir aber echt. Da ging mir aber echt an. Uiuiui. Diese Menschen sind auch unser Publikum. Wenn du sie
sie alle um mich, ja dann sind sie tot. Dann gibt es unsere Platte im Sonderangebot. Darin glaub ich, was Menschen töten ist Sünde. Doch glaub mir, Kumpel, ich hab wirklich meine Gründe. Menschen nerven, darum kriegen sie Keile. Menschen nerven noch mehr als Drahtseile. Ich hacke ihre Beine ab und werf sie in die Themse. Es gibt keinen Menschen, für den ich bremse. Immer diese Menschen, die schlimmsten von den Säugern. Es redet draußen doch keiner von den Schlagzeugern. Menschen müssen sterben, alle Menschen, die sind dran. Menschen müssen sterben, damit ich leben kann. Menschen müssen sterben, sonst sitzt sie niemals still. Menschen müssen sterben. Baby, kill, kill, kill. Aber Leichen kannst du nicht mit Lebenden vergleichen. Sie sind sehr schwer zu erreichen. Das sind diese Bleichen, die nur reichen, um die Wand damit zu streichen. Du machst mir wirklich etwas Angst, lieber Bela. Du hast kein Gewissen, das war mir schon vorher klar. Aber wer weiß, vielleicht hast du ja Glück. Und die Toten kommen irgendwann als Zombies zurück. Lass die Leute leben und schlachte sie nicht ab. Die meisten Leute liegen nämlich nicht so gerne im Grab. Denn da gibt es nun mal, wer wüsste das nicht? Kein Strom, kein fließend Wasser, kein Klo und kein Licht. Lass die Leute leben, du sollst sie nicht zerteilen. Nur um dich dann an den Leichen teilen aufzugeilen. Lass die Leute leben und sei nicht so gemein. Sie sterben irgendwann sowieso von allein. Ha, Bela, ne? Überzeugt das nicht. Farin, gib mir drei. Einwandfrei. Thank you.
Eltern, warum habt ihr mich gezeugt? Ich weiß, es waren die 60er. Ihr hattet kein Geld für Kondome. Aber kanntet ihr nicht Coitus Interruptus? Na, man hätte mich an die Wand spritzen können. Dann würde ich jetzt nicht hier rumstehen an der Schlange zum Arbeitsamt. Und wie ich wieder aussehe, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Und dann noch meine Haare, da fehlen euch die Worte, ich musste sie mir färben. Nie komm ich nach Hause und ihr wisst nicht mehr weiter. Eltern, brecht eurem Jungen nicht das Herz. Es ist noch nicht zu spät für einen postnatalen Abort. Hier auf dem Polenmarkt gibt's billige 38er und ich kann euch auch Munition besorgen, wenn ihr mich darum bittet. Eltern, und wie ich wieder aussehe, Löcher in der Nase und ständig dieser Lärm. Hab's wie Empfänger, elektrische Gitarre und immer diese Texte, das will doch keiner hören. Hab's wie Empfänger, nie komm ich nach Hause, so viel schlechter Ausgang, ihr würdet mich enterben. Wenn ihr Kohle hättet, wo soll das alles enden? Macht euch ruhig Sorgen. Und ich war nie ein süßes Kind. Und ich war immer kotzhässlich. Und ich war nie ein süßes Kind. Und schlecht in der Schule war ich auch. Und wer ist schuld daran hier? Nicole. Die Erziehung, die Anti-Autoritäre. Ich war immer dagegen gewesen, aber mich hat er keine Fragen mehr einmal selber. Achso, und der wir wieder aussehen. Löcher in der Wand. Denkt an meine Zukunft. Denkt nicht mehr an euch selber. Könnt ihr bitte sterben? Obwohl, es ist auch blöd, denn ich weiß es. Ihr könnt weiterleben! Ausnahmsweise! Und egal, komm, wir vertragen uns wieder! Danke. Nur einen Kuss, mehr will ich nicht von dir. Der Sommer war kurz, der Winter steht vor der Tür. Wenn du mich nicht küsst, bleibst du vielleicht allein. Und wer will schon im Winter alleine sein? Ich. Danke, Bela. Sehr witzig. Findest du das jetzt toll oder was? Ich versuche hier ein romantisches Liebeslied zu singen und du... Romantisches Liebeslied? Ja. Von wegen, Alter. Ich habe mir den Text mal durchgelesen, da sterben ja alle. Sehr romantisch, Herr Urlaub. Na, na klar ist das romantisch, Alter. Death Cells. Ist so. Ich meine, was wäre denn bitte Love Story, wenn die Alte nur einen Schnupfen gehabt hätte, hä? Wer wäre bei Titanic heulend aus dem Kino gekommen, wenn die beiden entspannt im Schlauchboot nach Florida gemacht hätten? Und was ist mit die fabelhafte Welt der Anämie? Du bist krank, Alter. Ich bin krank? Nee, mein Lieber, du bist krank. Zu lange in deiner heilen Comicwelt gelebt. Hallo Donald, schön dich zu sehen. Oh, Batman, grad an dich gedacht. Willst du nicht mein Freund sein? Gerne, Donald, schau nur, da kommt der Hulk. Wir wollen deinen Song nicht auf dem Album, Farin. Wie bitte? Diesen Song hier. Wir wollen ihn nicht. Aber ich habe mit Rod gesprochen und er findet das Lied auch nicht lustig. Also kommt es nicht aufs Album. Nicht aufs... Aha.
So ist das also. Ja, so ist das. Kannst du jetzt bitte rübergehen? Ich würde gern singen. Weißt du was? Du kannst mich mal. Ah! Na, ist das jetzt lustig? Bist du irre? Du hast Bela erschossen. Ach, guck mal, seit wann stotterst du denn? Weißt du was, Rodrigo? Ich war immer auf der Seite von Perón. Perón war doch Argentinier. Ach echt? Ah, Klugscheißer. So, jetzt geht's mir besser. Erstmal eine Kippe. Und ein Bier. Okay, dann wollen wir weitermachen. Muss dann immer alles perfekt sein? Baby, perfekt sein muss es nicht. Muss dann immer alles perfekt sein? Gehört perfekt sein bei dir zur Pflicht? Perfekt ist ein Diktat. Perfekt ist maximal diese Platte hier. Perfekt ist vielleicht noch unser Staat. Perfekt ist etwas, das unsere Liebe hemmt. Perfekt ist ein Meer voller Kotze, das das Ufer unserer Liebe überschwemmt. Muss dann alles perfekt sein? Ich glaube, das hier ist der Beweis. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Hör dir mal an, dieses Lied klingt doch voll Scheiß. Perfekt auf jeden Fall klingt es ganz sicher nicht. Oh Baby, küss mich und ignoriere den Mundgeruch, den ich habe. Denn perfekt ist auch der nicht. Na egal, obwohl doch, für Mundgeruch wiederum ist der ziemlich perfekt, korrekt und er schmeckt. Nach Döner mit Soße. Apropos Döner mit Soße. Jetzt haben wir hier die Gitarre. Dose. Aua. Aua. Ich bin jetzt hier mal ab. Ich bitte um einen Fade-out und möchte mich entschuldigen. Fade mal weg. Tschüss dann. Wir sehen uns beim nächsten perfekten Lied. Euer Bela. So richten. Perfekt sein ist nicht gut. Perfekt sein nimmt uns den Mut. Perfekt sein sind andere, andere können perfekt sein, aber wir nicht, weil wir sind ganz perfekt im Unperfekt sein. Ja, wir sind ganz perfekt im Perfekt sein. Ja, wir sind ganz perfekt im Unperfekt sein, sind wir ganz perfekt. Oh yeah. Da verließ mich meine ansonsten sehr perfekte Fantasie. Ja, war gut, oder? Oh, yeah, we've been this long. I'm gonna go and make me mad.
Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Ihr seid bestimmt damit beschäftigt, euer Hirn völlig zu zerstören. Doch diesmal ist es ernst, diesmal ist es wichtig. Was schön auf Fahrtversichtig. Vorsichtig. Den ganzen Tag Bildschirm und surft das Internet. Ihr sucht doch immer nach dem preisgünstigsten Anbieter von Kinderfett. Doch dieses Mal sind Lichterketten einfach gut. Ich bitte euch, seid so gut. Und rettet die Wale. 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 Ihr fragt euch sicher, was ist los mit die Ärzte los? Werden die jetzt plötzlich auch Ökos? Haben die lange Haare, leben die auf dem Bauernhof? Sind die doof, sind die doof, sind die doof, doof, doof? Nein, hier geht es um viel mehr. Wale sind die größten Sympathieträger. Oh yeah. Ja, hier geht es ums Prinzip. Wir haben Wale, wir haben Wale. Einfach lieb. Rettet die Wale. Rettet die Wale. Rettet die Wale. Paul ist tot, kein Freistehen. Rettet die Wale. Die Wale. Die Wale. Rettet die Wale. Rettet die Wale. Rettet die Wale. I got direction. Hurra! Wenn the Welt us hält, then we all have a big party together. We the moonshine on the grass with no feet on our feet. No shoes on our feet, no feet in the shoes. You know what I mean. You speak the language of mine. Like me. Like. Goodbye, you. Kommt noch einer. Wallah, Wallah! Oh, oh, oh.
Mann, ich höre dich schreien. Du möchtest ausgehen, doch sie muss immer dabei sein. Das ist nicht normal. Deine Freundin ist in der Tat so überhaupt nicht pflegeleicht. Sie sagt nie, was sie meint, pflegeleicht. Sie ist nicht, wie sie scheint, pflegeleicht. Wieso seid ihr vereint? Aus dem Weg, denn jetzt muss ich square dancen. Zieh dich doch um, zieh endlich ein, du bist allein, du bleibst allein.
denkst. Mach doch, was du denkst. Mach doch, was du denkst. Alter, mach doch, was du denkst. Alter, du hängst. Mach doch, was du denkst. Mit Pistole übers Peng. Und du machst, was du denkst. Was du denkst. Was du denkst. Was du denkst. Du kriegst Hengst. Das hast du dir nicht gedenkt. Alter, von mir. Hier umsonst. Auf dem Kanal. Denn Raubkopieren ist ein Kavaliersdelikt. Raubkopieren ist in manchen Kreisen ziemlich schick. Raubkopieren ist gesellschaftlich hoch angesehen. Raubkopieren ist wunderschön. Raubkopiere doch dieses Lied für mich. Raubkopiere alles, es ist wirklich herrlich. Raubkopiere, am besten gleich Geld von der Bank. Raubkopiere, Raubkopieren gibt es zum Gott sei Dank. Raubkopieren ist das Schönste auf der Welt. Raubkopieren ist besser als Sex und besser als Geld. Raubkopieren ist meine neue Freundin. Sie heißt Raubkopie und ich liebe sie. Mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst. Was du willst, was du willst, was du willst, was du willst. Die bezahlt hat, drückt mir die Fresse an. Und auf dem Asphalt steht die Luft. Die Hibiskus blühen, als würden sie dafür bezahlt. Doch das lässt mich so kalt wie ihr Duft. Zu viele Frauen, zu viel Geld, viel zu viel, was mir auch viel zu gut gefällt. Mein Leben ist die Hölle. Ich fühle mich so leer, immer laut, immer bunt, ist auf die Dauer nicht gesund. Mein Leben ist... Ja, hallo? Ah, hallo? Okay, erzähl mal. Wir haben jetzt, bist du jetzt, freust du dich jetzt gar nicht, dass ich anrufe? Doch, ich freue mich schon total. Also ich meine, wir haben uns jetzt, wie lange? 2 Jahre nicht gesprochen oder so? 4 Jahre, ja. 4 Jahre, ja. Die Zeit vergeht so schnell. Nee, jetzt ganz ehrlich, ich freue mich schon sehr, Bella. Bella. Ja, hat er, glaube ich, auch gemacht. Ich lese das ja nicht mehr selber. Ich habe ja so einen Leseautomaten, das ist ja irgendwie viel praktischer. Nee, ach, wisst ihr, ich bin hier im Studio so am Aufnehmen, aber du weißt ja, wie das denn so aufnehmen. Ja, ja. Also im Fitnessstudio, nicht was du jetzt denkst, ja. Man muss ja was tun. Na klar, ja, allerdings. Und Moment mal, ganz kurz, warte mal. Ah, nee, jetzt keine Sahnetorte, bitte erst nach dem Training. Okay, ich bin wieder da. Sag mal, ich muss mit dir über das eine Problem reden, was wir schon seit Jahren haben. Du meinst das Chilenenproblem? Ich will jetzt keinen Namen nennen. Das Chilenenproblem.
Das Bassproblem, ich will jetzt keine Namen nennen. Das Rodrigo González chilenische Bassproblem, ohne dass ich jetzt Namen nennen will. Genau. Ja. Aber hast du eine Lösung? Ich habe eine Lösung mit vier Buchstaben. Sani. Nein. Ja. Pass auf, ich erzähl dir Folgendes, ist passiert. Ich gehe neulich hier, Lafayette, kennst du Galerie Lafayette da? Ja? Friedrichstraße hier, ihr hört mir ja zum Teil die Bude. Jeder lang und sitzt da so ein Typ vor, wisst ihr? Mit einem Hut zwischen den Beinen und irgendwie so, haben sie mal einen Euro? Und ich so, Euro? Nee, so kleine Währung habe ich nicht, aber hier hast du noch nie. Und dachte ich, ich wäre blind. Und er so, hey, wieso ist das aber nur ein Zettel? Und eigen erkannt. Ich so, Moment mal, bist du nicht Hans Runge? Ja. Sani macht jetzt hier schön auf Handtuch halten und so. Aber egal, ich ihn halt ins Café eingeladen, also hab ihn natürlich ein Wasser hingestellt, so. Und übrigens, ganz leckerer Chardonnay, den die da haben. Musst du mal probieren. Ganz, ja. Der Jobole, oder wie heißt dieser eine Wein, der teuerste auf der Karte. Ja, also auch, wenn ich sage teuerste, dann wissen die schon, was die bringen müssen, ne? Ja. Genau. Ja, und? Jedenfalls, also er ist heiß. Ah, scheiße. Man hat so Jahre darauf gewartet und jetzt, na egal, sag mal, wie, was heißt denn jetzt heiß? Also, was heißt, zieht der wieder nicht zurück in die Band oder was? Naja, also, ich sage mal, er braucht unsere Gesichter. Ja, na klar braucht er die. Oder? Ja, wer braucht die nicht? doch, da wüsste ich, also ja, ich würde sagen, Rott hier Golden Handshake, wisst ihr? Also so ein Chibo-Uhr, irgendwie sowas, da gibt es jetzt ein ganz schönes Angebot. Verstehe. Das soll ja damals auch nicht ganz mit, das soll ja damals nicht mit rechten Dingen zu jagen sein, als er hergekommen ist. Nee, also ich sag mal, ich mach mal das Wort illegal und Asylbewerber irgendwie so passt in diesem Fall komplett zusammen. Oh, da kommt er gerade. Hallo Rotz! Na, oh, ich ruf dich später an. Ich ruf dich später an. Alles klar, ciao. Ah nee, ich hab noch was Besseres.